Spanien, Italien und Griechenland. Und das hat es eben auch gegeben. Darüber wird aber nicht berichtet. Das war eine große Rede. Er hat die Krisensitzung in Athen deswegen verpasst. Es war eine wichtige Wirtschaftstagung in Como. Herr Spreng, ordnen Sie das mal kurz an. Sie können gleich darauf reagieren. Sie sind Politikberater. Sie verstehen was von der Mechanik von Politik. So viele Kameras hat Varoufakis vorher noch nie gesehen wie in Como. Das war alles voller Kameras. Aber keine Deutschen. Da sind wir ja bei dem Problem. Das ist ja mein Eindruck, der sich auch bei der gestrigen Sendung verstärkt hat, dass Varoufakis ein Show- und Interviewminister ist. Ja, er hat in 30 Tagen 40 Interviews gegeben. Er hat eine Hochglanz-Home-Story für Paris Match gemacht. Ja, er fehlt bei wichtigen Koalitionsgesprächen in Athen. Er ist bei Krisensitzungen nicht dabei, weil er in Como sprechen muss. Ich habe den Eindruck, dass Herr Varoufakis weder die Materie beherrscht, noch ernsthaft sich bemüht, die Probleme anzupacken. Wo ist sein Kassensturz? Ja, wo ist die Auskunft darüber, wie groß die Liquiditätsprobleme tatsächlich sind? Wo ist seine konkrete Auskunft, ob es noch ein sogenanntes Primärüberschuss gibt, was ich bezweifle, das hat er doch auch gestern dass gesagt. Die Griechen sich noch überhaupt aus den laufenden Einnahmen ernähren können. So, all diese Fragen hat er nicht beantwortet. Ja, stattdessen, wie gesagt, posiert er auf seiner Terrasse. Er hat es aber unterschrieben. Mit Blick auf die Akropolis. Moment mal. Wenn Sie sich mal die Vereinbarung zwischen Athen und Brüssel anschauen, da steht das vom Primärüberschuss ganz genau drin. Ja, also, aber es ist ja nicht bewiesen. Ja, aber da muss auch mal drüber berichtet werden. Er behauptet, es gibt. Na, er hat es unterschrieben, das ist doch viel wichtiger. Das ist doch kein Argument. Ja, aber er hat auch gesagt, er hätte niemals mal versuchen, mit einer Frage zu vermitteln. Herr Spreng, Entschuldigung. Kann es vielleicht sein, dass es vielleicht gar nicht seine Aufgabe ist, Kassensturz zu machen, Gesetzentwürfe zu basteln, die Räder endlich zur Kasse bringen, sondern dass es seine Aufgabe ist, eine Stimmung zu erzeugen, die wir jetzt gerade erlebt haben. Nämlich Deutschland als Sündenbock aufzubauen. Da kann man ein bisschen Kreide fressen, wie gestern Abend, oder man kann aber auch anders vorgehen. Ist es vielleicht eine geschickte Aufgabenteilung, Herr Spreng? Genau so sehe ich das auch, dass er, wie soll man sagen, die Abteilung Psychologie und Taktik übernommen hat, ja, seine Arbeit zu Hause nicht macht, stattdessen permanent versucht, Deutschland und die Eurogruppe unter Druck zu setzen. Nur ich glaube, es ist kontraproduktiv. Ja. Er schadet am meisten damit Griechenland. Ich bedauere das sehr, denn ich finde nach wie vor, es muss einen Weg geben, Griechenland in der Eurogruppe zu halten. Ich kenne ihn nicht. Wir können ihn auch nur ernsthaft beurteilen, wenn es dazu konkrete Vorschläge aus Athen gibt. Aber er schadet Griechenland natürlich massiv. Und Herr Kamenos, der ja vorhin zitiert wurde, wenn der solche Äußerungen macht, dass er hier irgendwelche IS-Terroristen dann nach Berlin schicken will. Ich meine, was muss man eigentlich noch machen, um das Klima zu vergiften? Das Medienecho sah heute anders aus. Im Übrigen, was den Auftritt von Herrn Varoufakis angeht, ich habe das aufmerksam verfolgt. Ja, ich präferiere ja nicht das Medienecho, sondern sage mal. Momentchen mal, wie wird das in Deutschland aufgenommen? Ich habe heute sehr viele Anrufe auch von Bürgern bekommen, ja, einfach so, die gesagt haben, sie fanden das eigentlich gar nicht so, wie das kommentiert wird in manchen Sendungen, sondern das Medienecho in den Zeitungen. Haben Sie sich das mal angeschaut? Ja. Das fand ich beachtlich. Ich hatte so ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, dass das nach hinten losging. Herr Varoufakis hat den Europäern, den Deutschen als Europäer die Hand gereicht. So wurde das wahrgenommen. Das war Europa-Lyrik. Und das ist aber gut angekommen bei den meisten Kommentatoren. Das muss man auch einfach mal so sehen. Das ist ein Professor, der weiß ganz genau, wovon er spricht. Und ich habe nämlich den Eindruck, ich habe ja auch die Wird der Professortitel überschätzt? Ich glaube persönlich, dass die griechische Regierung sehr wohl weiß, was sie tut. Und dass auch Herr Varoufakis weiß, warum er diese Eskalation so hochtreibt. Er ist ja wirklich kein dummer Mann, er ist Spieltheoretiker. Jemand, der also sich sehr genau diese Dinge überlegt. Es geht für meine Begriffe um das Endgame. Es ist klar, dass Griechenland im Euro keinerlei Chance hat, jemals wieder auf die Beine zu kommen. Ich kann das begründen. Und dass ein Austritt mit einer Abwertung im Raum steht. Wenn ich im Namen meiner Eltern Ihnen verspreche, dass wir darüber nachher ausführlich reden, bleiben wir da ein bisschen bei der Aufgabenteilung. Ja, aber es geht darum, den schwarzen Peter zuzuweisen, das will ich sagen. Ja, auch die deutsche Regierung tut das ja. Sie sagt, hier, wir geben alles, was nötig ist und ihr müsst das halt unterschreiben. Und wenn ihr das nicht wollt, seid ihr selber schuld. Darf ich die frischeste Reaktion der deutschen Regierung, das gehört nämlich auch zu diesem Tag, nachreichen, Finanzminister Schäuble hat heute im Rahmen einer Diskussion, da ist es, glaube ich, mit ihm auch ein bisschen durchgegangen, Folgendes gesagt zur Situation mit Griechenland. Sie haben alles Vertrauen wieder zerstört. Es ist ein schwerer Rückschlag. Ein Land, das seit Jahrzehnten durch das Versagen seiner Eliten und nicht wegen Europa und nicht wegen Brüssel und nicht wegen Berlin,
sondern wegen dem ausschließlichen Versagen seiner Elite leidet und weit über seine Verhältnisse lebt und durch den Euro noch mehr über seine Verhältnisse gelebt hat, muss sich allmählich langsam an die Realität annähern. Solange das griechische Volk nicht endlich begreift, was seine Lage ist, wird es nicht zu Lösungen kommen, die das Land in eine bessere Lage bringen. Herr Chatzimarkakis, Sie haben die deutsche und die griechische Staatsbürgerschaft. Wer antwortet jetzt auf Schäuble? Also ich bin tatsächlich zwischen beiden Kulturen groß geworden. Und dass es so eine harte Konfrontation gibt, habe ich mir nicht erträumen können. Im Gegenteil, ich habe von der Vision Europa geträumt. Ich habe jetzt Angst, sage ich Ihnen ganz klar. Ich glaube, das braucht gar keine Antwort. Was dem Herrn Spreng als Zitat zugeordnet wurde ganz am Anfang, dass wir verbale Abrüstung brauchen, das ist jetzt gefragt. Da muss man nicht drauf antworten, aber es ist in Griechenland, wird das natürlich sehr stark wahrgenommen. Genauso wie der Finger des Herrn Varoufakis hier in Deutschland das Medienecho beben lässt, so ist das Interview in Griechenland sehr stark wahrgenommen. Da muss man nicht drauf antworten, sondern jetzt muss man tatsächlich... Darf ich trotzdem nochmal fragen? Sie haben alles Vertrauen wieder zerstört. Das ist ein schwerer Rückschlag, Frau Kipping. Was ist falsch dran, was Herr Schäuble heute Nachmittag gesagt hat? Ich will erst mal einen Punkt sagen, wo er recht hat. In den vergangenen Jahrzehnten wurden in Griechenland jede Menge Schulden angehäuft. Das war nicht die neue Linksregierung, sondern das waren die Schwesternparteien von CDU und SPD, die sozusagen dominiert werden von einem Clan. Wir kennen ja alle die Zahlen. Es gibt 2000 Familien in Griechenland, die über 80% der Privatvermögen verfügen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Räder immer noch nicht besteuert werden? Ich meine, steht in der Verfassung. Nein, nur bei Investitionen in Schifffahrt. Es steht in der Verfassung, vielleicht um das mal klarzustellen. Es steht tatsächlich in der Verfassung, Griechenland hat mehr als 1000 Inseln. Und um diese Inseln zu verbinden, hat man die Räder nun mal verfassungsrechtlich steuerlich freigestellt. Ja. Um die Verfassung zu ändern, brauchen Sie 3 Legislaturperioden. Aber der große Fehler ist, dass eben nicht nur die Investitionen in die Reederei freigestellt werden heutzutage, sondern der gesamte Reichtum dieser Räder. Das sind die Oligarchen. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich gebe mich sofort wieder Frau Kipping. Wenn jetzt die Chance, das kleine Fenster der Gelegenheit, die Räder und die Oligarchen zu bekämpfen durch diese neue Regierung, wenn diese Chance nicht genutzt wird... Zu besteuern würde reichen. Warum bekämpfen? Zu besteuern das geht doch nicht. Also was man festhalten kann, ist, dass in dem Moment, wo eine Regierung gewählt wird, die klar angetreten ist, mit dem Versprechen, Reichtum deutlich stärker und gerechter zu besteuern, es jede Menge Kapitalflucht ins Ausland gegeben hat. Und jetzt hätten wir eine Möglichkeit, europaweit zu helfen, der uns nichts kosten würde, ganz im Gegenteil noch Geld bringen würde. Europaweit könnte man sich darauf verständigen, dass überall Vermögen von griechischen Bürgern im Ausland über 200.000 Euro sofort eingefroren wird und erst einmal zurückgemeldet wird an die griechische Regierung. Es wird geprüft, ob das irgendwie besteuert wird. Ich finde übrigens, so eine stärkere Kapitalkontrollen könnte man generell europaweit einführen. Wir können uns darauf verständigen, die Steueroasen auszutrocknen und da entsprechend Druck ausmachen, weil ich glaube, es geht nicht, dass die Superreichen ihr Geld irgendwo sicher wegbringen können, währenddessen am Ende Krankenschwestern, Reinigungskräfte und Rentner für die Kosten der Krise aufkommen müssen. Von verbaler Abrüstung spricht diese Seite. Schäuble spricht Klartext. Es ist unser Bundesfinanzminister, Herr Oppermann. Was glauben Sie, wie schwer wird es sein? Sie sind der Fraktionsvorsitzende und sind genau dafür zuständig, die SPD-Fraktion geschlossen oder in Mehrheitsteilen dazu bewegen, noch mal die Hand zu heben, wenn Sie sehen, wie sich das Klima in Deutschland auch verändert. Erstmal ist eine Mehrheit der Deutschen seit langer Zeit wieder dafür, dass Griechenland nicht im Euro bleibt. Die Stimmung kippt. Gleichwohl, ich habe Verständnis für Wolfgang Schäuble. Der ist massiv persönlich angegriffen worden, in unangemessener Weise. Dass der jetzt so reagiert, kann ich nachvollziehen. Allerdings, es hilft nicht, die Probleme zu lösen. Ich glaube, diese Auseinandersetzung, die notwendig ist zwischen zwei Regierungen, beziehungsweise zwischen der Europäischen Kommission und der Eurozone und der griechischen Regierung auf der anderen Seite, die muss jetzt so geführt werden, dass die deutsch-griechische Freundschaft nicht Schaden nimmt. Das darf nicht die Beziehung zwischen unseren beiden Völkern belasten. Dann schauen wir uns doch mal die Akteure an. Es sind teilweise Politiker selbst. Es ist, wenn man das so interpretieren will, zuletzt jetzt der Bundesfinanzminister, der Klartext redet, der in Griechenland sicher für Aufsehen regen will. Wir sehen einfach am Beispiel Griechenlands, wer Populäres verspricht, statt Unpopuläres durchzusetzen, der wird gewählt und gefeiert. Die Frage ist, ist das bei uns so wesentlich anders?
Die öffentliche Meinung oder das, was die Bild-Zeitung dafür hält, die findet ihren Weg sogar in den Bundestag. Manche Abgeordnete empfinden das so für sich als Kompass, manche empfinden sie aber auch als Kante, von der man sich unbedingt abgrenzen muss. Wir unterstützen keine Kampagnen gegen andere Länder. Wir unterstützen das nicht. Protest gegen die Bild-Zeitung im Bundestag. Mit diesem Artikel vom 26. Februar. Nein, keine weiteren Milliarden für die gierigen Griechen. Hochhalten, fotografieren und mitmachen. So wandte sich die Bild-Zeitung an ihre Leser, einen Tag vor der Abstimmung im Bundestag über eine Verlängerung der Griechenlandhilfe. Und schon 2011 hatte die Bild-Zeitung im Griechendrama eine Volksabstimmung von Frau Merkel gefordert, inklusive Stimmzettel. Ja, schmeißt ihnen weiter die Kohle hinterher. Oder? Nein, keinen Cent mehr für die Pleite-Griechen. Nehmt ihnen den Euro weg. Starke Worte. Und heute? Im Februar dankt die Zeitung Herrn Schäuble für die Abfuhr der Pleite-Griechen. Im selben Artikel auch als Griechen-Rafkes betitelt. Und für die aktuelle Kampagne wurde das griechische Volk eben zu gierigen Griechen. Herr Oppermann, wie schwierig ist es im Bundestag, die Hand zu heben oder die Kollegen dazu zu bringen, die Hand zu heben, wenn die größte Zeitung im Land so dagegen trommelt? Wir haben ja schon mehrfach den Griechenlandhilfen im Bundestag zugestimmt, weil wir der Überzeugung waren, es ist besser, wenn Griechenland die Probleme in der Eurozone löst, als wenn wir einen Grexit haben. Ein Grexit ist für uns schwer kalkulierbar. Es geht ja dabei nicht nur um finanzielle Risiken. Wir sind mit 60 Milliarden Euro in der Haftung. Es geht vor allen Dingen auch um politische Risiken. Was bedeutet das, wenn Griechenland aus der Eurozone rausfliegt? Das bedeutet, dass weltweit das als eine akute und nachhaltige Schwäche Europas gesehen wird. Die USA wird sich freuen. Herr Sinn sagt immer, das ist alles beherrschbar. Das mag im ökonomischen, im theoretischen Modell so schlüssig sein. Ich halte das für hochriskant. Ich glaube, das kann Spätfolgen haben, das kann Ansteckungswirkungen haben, für die wir möglicherweise einen hohen Preis bezahlen müssen. Eine deutliche Warnung von Ihnen. Sage ich, und deshalb sagen wir, Herr Plasberg, jetzt müssen wir erst mal gucken, kann man die Probleme lösen? Und da sind die beiden Alternativen der Bild-Zeitung falsch. Sie sagen, schmeißt den Leuten das Geld hinterher, da sind wir strikt dagegen. Mhm. Oder die andere Alternative ist, nehmt den Griechen den Euro weg. Auch das ist falsch. Wir haben immer dafür plädiert, dass Griechenland Zug um Zug Reformen durchsetzen muss. Das Problem in Griechenland ist gar nicht so sehr die Wirtschaft. Das ist kein Industrieland. Das ist ein Land mit Agrarwirtschaft, mit Tourismus, mit Handel und Schifffahrt. Das Problem in Griechenland ist der Staat. Dieser Staat ist nicht in der Lage, ein intaktes Gemeinwesen vorzuhalten. Griechenland ist geprägt vom Klientelismus. Herr Oppermann, ohne das, was Sie sagen, inhaltlich zu bewerten, ja. Das ist ja ganz wichtig, aber wie lange Sie sich noch eine auseinandergehende Schere zwischen den Argumenten, die Sie haben, und einer Stimmung in der Bevölkerung, sei sie gemacht oder nur aufgenommen, von der Bild-Zeitung leisten? Wir wollen, dass diese Probleme in Griechenland von Grund auf angepackt werden. Und ich sage mal Folgendes. Jetzt ist eine neue Regierung gekommen. Die ist übrigens gewählt worden in einer demokratischen Wahl. Und zwar deshalb, weil die alten Eliten, übrigens die sozialdemokratischen und die christdemokratischen, wenn Sie so wollen, gleichermaßen. Sie sind gewählt worden, weil Sie sehr Populäres versprochen haben. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die sind gewählt worden, weil die alten Parteien das Problem nicht gelöst haben und weil sie an diesem System nichts geändert haben. Es gab von den Europäern viele Hilfestellungen. Es geht nicht nur um die Troika, es geht auch um die Taskforce. Die haben hervorragende Vorschläge entwickelt für die Einführung eines Steuersystems, für die Einführung einer Katasterverwaltung, damit die Griechen endlich die Möglichkeit haben, auch die Reichen zu besteuern, die sich immer der Besteuerung entzogen haben. Dieses Land ist gar nicht so arm, wie seine öffentliche Kasse aussieht.
Es muss mal seine Steuern auch einnehmen. Dazu muss man den Griechen auch helfen. Wenn Sie jetzt und deshalb plädiere ich dafür, ihnen so lange zu helfen, wie sie ganz klar in der Lage sind, Zug um Zug diese Reform auch durchzusetzen. Und dafür muss man dieser neuen Regierung, mir gefällt sie nicht, aber man muss ihr, weil sie demokratisch gewählt ist, eine Chance geben, das zu tun, trotz des furchtbaren Vorgeplänkels, das sie bisher geliefert hat. Herr Reichelt, wenn Sie Herrn Laufermann dazuhören, kommen Ihnen da manchmal Zweifel, dass Sie